Bei prachtvollem Wetter ging die von der ÖVP Ortsgruppe Trofeiach organisierte 8. Laufveranstaltung, zugleich der 6. Herzberglandlauf, über die Bühne. Zum ersten Mal wurde die Veranstaltung in das Zentrum von Trofeiach verlegt, wodurch sich die Zuseherzahl erheblich verbesserte. Die Veranstaltung wurde in 10 Kategorien von U6 bis U20 bis 80 durchgeführt. Der Herzberglandlauf zählt auch zum Volkslauf-Cup. 119 Kinder und 200 Erwachsene begaben sich auf die Strecke durch Trofeiach, ein Teilnehmerrekord, der sich sehen lassen konnte. Schon die Kleinsten bei Streckenlängen von 100, 400 und 800 Metern waren mit Eifer bei der Sache und bei den Jugendlichen bei Streckenlängen von 1200 bis 5000 Metern konnte man schon so manches Talent entdecken. Nachdem die Jugendlichen ihre Bewerbe abgeschlossen hatten, gab es gleich die Siegerehrungen. Der Hauptlauf war bestens besetzt und somit war die Spannung für diesen Bewerb groß, wer heuer als Erster über die Ziellinie gehen wird. Einen besonderen Rahmen bot die Aula der neuen Sportmittelschule für die Siegerehrung. Es war heuer eine komplett neue Streckenführung. Wie seid ihr auf das gekommen? Ja, wir haben bis jetzt, waren wir immer im Stadion Trofeiach, haben das schöne Panorama am Melbler da gehabt. Und ja,
meine lieben Freunde haben gesagt, du musst in die Stadt gehen, in der Stadt hast du Publikum, in der Stadt hast du mehr Teilnehmer und die Infrastruktur ist super in Trofeiach. Es ist die Sporthauptschule da, wir haben einen Fliederweg für die Umkleidekabinen, direkt am Hauptplatz, eine Bühne, wir haben Stromanschluss, ist eine super Infrastruktur und haben gesagt, ab in die Stadt, da ziehen wir die Leute an. Unter Mithilfe, Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr haben wir das und natürlich mit meinem Team, dem wir alle unterstützt haben, haben wir das super über die Runden gebracht. Wenn man dann sieht, dass über 100 Kinder da waren, dann macht es einfach Spaß und macht's auch, das ist dann der Lohn dafür. M80, grober Franz! Lieber Franz, schau, der ist so bescheiden, der mag gar nicht aufsteigen. Lieber Franz, ernsthaft! Der älteste Teilnehmer mit 84 Jahren war aus Barndorf angereist und war der Meinung. Also die Strecke, muss ich sagen, ist wunderbar. Also für mich war es ehrlich gesagt noch ein sehr leichter Lauf. Also die 10 Kilometer ist für mich kein Problem. Ja, also ich möchte auf alle Fälle nächstes Jahr mit 85, also im 85. dann sicher auch weiterlaufen. Im Sinn hätte ich, muss ich sagen, wenn es geht. Also ich laufe im Winter durch auch, das heißt trainieren im Winter natürlich. Also ich möchte schauen, also wenn es geht, also vielleicht bis 90. Ja, dann wünsche ich auf alle Fälle viel Erfolg weiterhin und dass du noch viel Spaß hast bei deinem Sport. Danke, danke. Und heute muss ich sagen, also die Veranstaltung war sehr super, gut organisiert alles, die Strecken wunderbar, Streckensicherung, also es war einfach perfekt. Vielen Dank für alles. Wie ist der gegangen heute? Ja, sehr gut, ich habe gewonnen. Ja, wie war die Strecken? War sie anspruchsvoll für dich? Die Strecken waren sehr anspruchsvolle Strecken, aber wunderschöne Strecken. Und vor allem durchs Zielgelände der Lauf war echt phänomenal. Also muss man sich beim Publikum richtig bedanken. Es war ein tolles Erlebnis, was man nicht jeden Tag erlebt. War das für heuer schon der Schlusslauf oder gibt es heuer noch eine Veranstaltung für dich? Nein, nachdem ich vor 4 Monaten ein kleines Kind gekriegt habe, also mit dem Namen Frieda, war das Leben, da war ich ein bisschen durchwachsen einmal. Und meine Trainingsziele habe ich jetzt wieder aufgenommen, weil also ohne Laufen in meinem Leben, das ist für mich nichts. Und ich laufe so gern, oder ich brauche es auch zum Ausgleich vom Beruf her. Und ist eine tolle Verbindung, dass es nicht mehr so gut rennt. Und mein Hauptziel für heuer wäre im Balmanober der Halbmarathon, wo er vernünftige Zeit rennen will. Mein Alter dementsprechend natürlich. Was ich nur gerne als Abschluss sagen möchte, und zwar, ich möchte dem Veranstalter ganz recht herzlich danken, als er so eine wunderschöne Veranstaltung aufgezogen haben, so reibungslos, der reibungslose Ablauf, also wirklich ganz eine tolle Geschichte. Also Gratulation an den Veranstalter.